Ja, vielen Dank, Herr Kollege Matschulat. Sehr geehrte Repräsentanten, wenn ich das so pauschal sagen darf, wir sind schon etwas fortgeschritten in der Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben gehört, es geht also um den 5. IPCC-Bericht, das Intergovernmental Panel on Climate Change. Die offizielle deutsche Übersetzung lautet Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen. In den Medien wird häufig vom Weltklimarat gesprochen. So, es geht also um Kernaussagen und es geht um einige Anmerkungen von mir dazu, wobei ich mich auf die Summary for Policymakers im Wesentlichen konzentriere und auf die Technical Summary. Sie werden gleich sehen, aus welchem Grund. Der Umfang des Gesamtberichtes ist doch sehr, sehr groß. Sie werden im Folgenden in der Kopfzeile immer das Stichwort sehen, Kernaussagen, das ist sozusagen Original IPCC bzw. Anmerkungen, da erlaube ich mir, das ein bisschen zu ergänzen, zu kommentieren, ergänzen, soweit man das bei diesem ausführlichen Bericht überhaupt tun kann. Aber zunächst einige Eckdaten. Ich nehme an, das kennen Sie zum größten Teil, da kann ich wohl recht schnell darüber hinweggehen. IPCC ist durch die Weltmeteorologische Organisation und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 1988 eingerichtet worden. Es gibt drei Arbeitsgruppen. Hier geht es um die Arbeitsgruppe 1, wissenschaftliche, physikalisch-wissenschaftliche Grundlagen. Und die bisherigen umfassenden Berichte sind erschienen 1990. Es gab 1992 eine kleine Ergänzung, dann 96, 2001, 2007. Hier geht es um den letzten Bericht, den Assessment Report 5, AR5 im Deutschen kurz abgekürzt. Der wurde der Öffentlichkeit am 26. September 2013 vorgestellt. Inzwischen haben auch die Arbeitsgruppen 2 und 3 ihre Berichte veröffentlicht. Wenn Sie das einsehen wollen, am einfachsten ist noch immer das Internet, auch wenn der volle Bericht als Druckversion gerade ja, im Druck ist bzw. sehr bald erscheinen wird. Hier zu den Umfängen, also der gesamte Bericht umfasst doch sage und schreibe 2216 Seiten plus Anhänge, wobei die Anhänge dann auf das Regionale eingehen, die zusammenfassenden Berichte praktisch nur auf globale Aspekte, sodass ich mich also hier, ich muss mich ja zeitlich etwas konzentrieren, auf die globalen Aspekte im Wesentlichen eingehe. Das wird ja auch beim Folgevortrag so sein und dann geht es entsprechend dem Motto, der Zielrichtung dieser Tagung mehr um das Regionale. Ja, beteiligte Autoren, ganze Menge, 831, über 1000 Gutachter, also das sind immer sehr, sehr aufwendige Aktionen, diese IPCC-Berichte. Es sind allein bei der Arbeitsgruppe 1 9200 Publikationen berücksichtigt worden und Sie wissen, dass im Jahr 2007 das IPCC den Friedensnobelpreis bekommen hat, zusammen mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der USA, mit Al Gore. So, das sozusagen das Vorgeplänkel. Jetzt geht es um die Kernaussagen und Sie sehen ja immer einiges im Bild, wie gesagt, original, wenn da Kernaussagen drüber steht und rechts habe ich das noch ein bisschen ergänzt, auch original und dann einige Anmerkungen. Ich mache das relativ schnell, weil Sie ja sowohl die Bilder sehen als auch den Ton sozusagen hören. Ja, es gibt drei Datensätze, die jetzt kombiniert die Landtemperaturen und die Ozeantemperaturen Jahr für Jahr abschätzen in den Anomalien. Üblicherweise sind das Abweichungen vom Mittelwert 1961 bis 1990. Das sehen Sie hier im oberen Bild und das IPCC weist nun darauf hin, dass relativ langfristig, nämlich wenn man 10-Jahres-Mittelwerte sich ansieht, die Temperatur nach oben geht und es wird auch darauf hingewiesen, dass der Gesamtanstieg seit 1880 bei 0,85 Grad Celsius liegt und dass dieser Temperaturanstieg sich in der jüngsten Zeit beschleunigt hat. Wenn man also diese Zeitspannen, wie Sie sie hier sehen, betrachtet, ein wenig darüber hinweg geht der Bericht und darauf möchte ich dann nachher in den Anmerkungen etwas näher eingehen, dass doch in den letzten Jahren, genauer gesagt seit 1998, der Anstieg deutlich geringer ist als vorher. Aber ich gehe auch noch auf die Zeitstrukturen ein, dieser sogenannten Zeitreihen, also Datenabhängigkeit von der Zeit, wo wir nie alleine nur Langfristtrends haben, sondern überlagerte Fluktuationen, Jahresanomalien und so weiter, also Variationen, die diesem Langfristtrend überlagert sind. Darauf gehe ich, wie gesagt, noch näher ein. So, Anmerkungen dazu. Es gab früher
von der Climatic Research Unit der Universität Norwich in England, das ist der Phil Jones mit seinen Mitarbeitern, schon die dritte Version, das CRU ist also die Abkürzung für Climatic Research Unit, so bezeichne ich diesen Datensatz. Dieser Datensatz Nummer 3, den sehen Sie hier, da haben wir also tatsächlich 1998 die relativ höchste Temperatur, sehen Sie also hier, und dann geht es sogar nach unten. Diese Gruppe hat ihren Datensatz überarbeitet und da sieht es ein bisschen anders aus. Da sehen wir also ungefähr gleichlautend und wenn wir damit vergleichen, ich habe jetzt das Bezugsniveau unverändert gelassen, das ist unterschiedlich, damit man die Datenreihen überhaupt ein bisschen unterscheiden kann. Das Grüne ist jetzt vom Goddard Institute for Space Studies der NASA in den USA und da sieht man, man sieht es bei dem anderen Datensatz auch, aber hier sieht man es wesentlich deutlicher, dass 2010 das bisher wärmste war, aber Sie sehen trotzdem, also dieser Anstieg hier, wir haben ja früher sogar eine Abkühlungsphase gehabt, ich gehe gleich noch näher darauf ein, dann relativ raschen Anstieg und dann also keinen so starken Anstieg mehr. Ich bin noch dabei, Ihnen die Beobachtungsdaten zu erläutern, ich komme dann nachher auf die Modellrechnungen, auf die Erklärungen, die nach Erscheinen des IPCC-Berichtes, das ist sozusagen Künstlerpech, eigentlich klarer sind als beim Erscheinen des IPCC-Berichtes. So, wenn man sich den Datensatz der Kollegen aus Norwich in England anschaut, der beginnt also eigentlich nicht 1880, aber ich vergleiche das mal mit den zwei anderen Datensätzen. Einen haben Sie schon gesehen, es gibt noch einen vom Global Historical Climate Network, der NOAA, die NOAA ist der US-amerikanische Wetter- und Ozeanografische Dienst. Wenn man die übereinander zeichnet und auch noch die Korrelationen ausrechnet, ist da fast kein Unterschied. Und darauf weist das IPCC auch hin. Sie sehen unten, aber da gehe ich im Wesentlichen darüber hinweg, Sie sehen unten die Erklärungen der Abkürzungen und Sie sehen auch, wie viele Beobachtungsstationen bei der Erstellung dieser Datensätze jeweils verwendet worden. Liegt so in der Größenordnung 5.000 bis 7.000 Stationen, je nach Institution, die das gemacht hat. So, das ist etwas, diese Korrelationsanalysen finden Sie gar nicht im IPCC-Bericht, sondern nur den Hinweis, dass die Datensätze sich recht ähneln. Wenn wir den englischen Datensatz nehmen, der beginnt schon 1850, können wir so ein bisschen Zeitreihenanalyse machen und anhand dieses Datensatzes weise ich nochmal darauf hin, wir haben also nie allein nur diesen langfristigen Trend, man kann also nie erwarten, dass dieser Trend im Grunde weitergeht, sondern wir haben stets die überlagerten Fluktuationen. Ich habe hier mal so eine mit einer Filtertechnik eine 20-jährige Glättung drüber gelegt, dann sieht man also, dass eben der Anstieg mal stark ist, dann sogar leichter Rückgang, dann wieder starker Anstieg, dann also fast Plateau hier. Und wir wollen, und natürlich die überlagerten Fluktuationen, also diese rote Kurve, das haben wir natürlich auch, alles das wollen wir verstehen und glücklicherweise bei der Globaltemperatur versteht man das sogar ganz gut ursächlich, während bei regionalen Betrachtungen ist das deutlich schwieriger. Aber man versteht das ganz gut und deswegen komme ich nachher auch darauf zurück. Es geht weiter mit den Kernaussagen. Die Temperaturtrends, wenn wir nur mal den Langfristtrend nehmen, diese Trends sind natürlich nicht überall auf der Erde gleich. Ich schenke mir mal die Betrachtung bei der Temperatur und auch was ich hier zum Niederschlag sage, ist äußerst dürr. Sie sehen also hier für zwei Beobachtungsperioden ab 1901 bzw. ab 1951 die Niederschlagtrends und wenn man den Text liest, noch ein bisschen zusammenfasst, ist das eine sehr, sehr pauschale Aussage, nämlich dass wie bei der Temperatur, aber noch mehr beim Niederschlag, die Trends regional sehr unterschiedlich sind. Sie sind auch jahreszeitlich sehr, sehr unterschiedlich und wenn man das sich hier ansieht, also in der Jahresbetrachtung, dann kann man sagen, so steht es auch im IPCC-Bericht, dass also in den mittleren Breiten eher eine Zunahme des Niederschlags stattgefunden hat. Aber wenn wir auf Deutschland, wir werden das ja hören bei der Tagung, auf Sachsen eingehen, ist das jahreszeitlich ganz unterschiedlich. Also diese Aussagen sind viel zu pauschal, in Subtropen eher eine Abnahme, extreme Ereignisse, dass die regional unterschiedlich ebenfalls zum Teil häufiger geworden sind. Was ich hier sage, ist eigentlich Stoff für eine ganze Tagung, diese Niederschlagsanalysen oder auch nur die Extremereignisse. Also lassen wir es damit bewenden, das ist also wirklich nur sehr, sehr pauschal, diese Aussage, weil ich mich doch ein bisschen auf die Temperatur und danach ja auch auf die Erklärung der Temperaturfluktuationen
konzentrieren möchte. Also das nur so ein Hinweis, wie gesagt, das ist Stoff für eine ganze Tagung. Man findet im IPCC-Bericht natürlich einiges, aber längst nicht alles, gerade was die regionale Betrachtung betrifft. So, es geht weiter mit den Kernaussagen. Man kann verschiedene Prozesse, Vorgänge sich ansehen, die als Wirkung des Klimawandels eintreten. Und dazu gehört beispielsweise der Rückgang der Alpengletscher oder der Gletscher in anderen Regionen der Erde, habe ich hier weggelassen, oder der Rückgang der Eisausdehnung im arktischen Raum. Das ist jetzt wieder aus dem IPCC entnommen. Und dort wird gesagt, dass seit 1950 hinsichtlich der Jahresdaten die Eisbedeckung um 3,5% abgenommen hat. Hinsichtlich des Sommerminimums, das man so Ende August, Anfang September erreicht. Häufig wird daher September genommen, so als Orientierungspunkt im Jahresablauf, um die 10%, 9-14% wird gesagt vom IPCC. So, das kann man sich als Zeitreihe anschauen. Das sind jetzt meine Anmerkungen. Diese Daten habe ich jetzt von da unten stets, die Quelle vom National Snow and Ice Data Center der USA. Da sehen Sie, wie immer bei Klimareihen hat man nie allein den Trend, also hier auch nicht, obwohl der Trend deutlich ist, auch hier hat man diese überlagerten Fluktuationen. Aber immerhin, man kann sagen, dass bezüglich des September seit 1979, habe ich ein paar Zahlen hingeschrieben, die die Eisausdehnung angeben, 2013 hatten wir also wieder ein bisschen mehr. 2012 war das bisherige Minimum. Und wenn man die blaue Linie sich anschaut, den Trend, dann macht das etwa einen Rückgang um 40% aus. Ich komme nachher auch noch ein bisschen zu den Zukunftsprojektionen, weil man ja davon auszugehen hat, dass dieser Prozess weitergeht und möglicherweise schon um die Mitte unseres Jahrhunderts möglicherweise das sommerliche, wohlgemerkt das sommerliche Arktis-Eis schon total verschwunden sein könnte. Nicht das Meereis, aber die Gebirgsgletscher, vor allem der Ozean, tragen dazu bei, dass wir einen Meeresspiegelanstieg haben. Auch hier Kernaussage des IPCC. Seit 1901 macht das knapp 20 Zentimeter aus. Glücklicherweise ist bei vielen IPCC-Aussagen auch die Unschärfe mit angegeben, die ist also hier nicht allzu groß. Der Meeresspiegel als Zeitreihe glättet sehr, sehr stark. Der Ozean reagiert hier sehr, sehr träge. Nicht nur die Ozeantemperatur beinhaltet schon eine gewisse Trägheit, der Meeresspiegel erst recht, sodass man hier fast nur diesen Trend sieht. Es ist nicht uninteressant zu wissen, woher kommt dieser Trend. Er kommt im Wesentlichen vom Ozean. Alles, was wärmer wird, dehnt sich aus. Das macht der Ozean auch, vor allem der obere Ozean, der Mischungsschicht-Ozean. Und knapp 40% dieses Anstiegs gehen also auf diese thermische Expansion des oberen Ozeans zurück, knapp 30% auf die Gebirgsgletscher, dann kommt ein Sprung, Grönlandeis und dann Antarktis. Und neuerdings wird in den IPCC-Berichten auch auf Wasserspeicherungsvorgänge eingegangen. So, ich komme zurück zur Temperatur und da nähern wir uns schon jetzt ein bisschen, das wollte ich noch gar nicht zeigen, nähern wir uns schon ein bisschen der Ursachendiskussion, aber noch nicht ganz. Hier in der linken Bildhälfte ist unterschieden nur Landtemperaturen. Da gibt es 4 Datensätze. Da kommt noch eine Gruppe von Berkeley dazu aus den USA. Und unten sind es die Meeresoberflächentemperaturen. Und da sieht man schon einen Unterschied, dass die Landtemperaturen in der jüngsten Zeit deutlich stärker angestiegen sind als die Ozeantemperatur. Wenn Sie nach rechts schauen, die Troposphäre ist also die ganze Schicht vom Boden, nach der Normatmosphäre wäre es bis 11 Kilometer Höhe. Im Einzelnen ist das von der geografischen Breite abhängig, wie hoch die Troposphäre reicht, ist jetzt nicht so wichtig, aber diese Kurve zeigt, dass also diese ganze Troposphäre an der Erwärmung teilgenommen hat, nicht nur die untere Atmosphäre. Und vielleicht am interessantesten, unten rechts das Bild, der ozeanische Wärmeinhalt. Der Ozean hat mehr und mehr Wärme aufgenommen. Auch das ist ein Punkt, der uns nachher bei der Ursachendiskussion zu interessieren hat. Ja, das, was hier unten steht, habe ich jetzt im Grunde schon gesagt. Damit kann ich weitergehen. Und jetzt so ganz allmählich komme ich auch zu den ursächlichen Diskussionen. Und dazu schauen wir uns am besten doch mal solche Zeitreihen für eine wesentlich längere Zeit hier an. Das ist hier seit 850, meine ich. Ja, nehmen wir erstmal die untere Kurve.
Da sehen Sie die rekonstruierten Temperaturfluktuationen, aber jetzt nur für die Nordhemisphäre. Das hängt damit zusammen, dass für diese langen Zeitspannen die weitaus meisten Informationen von der Nordhemisphäre stammen. Und das ist hier diese, glaube ich, habe es dann an die Seite geschrieben, oder steht es da unten? Nein, das ist das sind diese grauen Kurven, die Sie hier sehen, und hier haben wir auch eine gewisse Unsicherheit. Im vorletzten Bericht gab es zu dieser Darstellung sage und schreibe 11 Alternativen, also 11 verschiedene Rekonstruktionen, die sich durchaus unterschieden haben. Jetzt im letzten Bericht war es ein bisschen weniger, aber es ist immer noch die Größenordnung 10, also das streut, und das Rote sollen also jetzt Modellsimulationen sein, die aber auch streuen. Also hier könnte man sehr viel mehr ins Einzelne gehen. Je nach Rekonstruktion, muss man leider sagen, je nach Modellsimulation haben wir eine gewisse Streuung. Also zumindest eine quantitative Unsicherheit des Verstehens gibt es. Wenn man vom Verstehen spricht, dann spricht man in der Klimawissenschaft zuallererst vom sogenannten Radiative Forcing, zu Deutsch vom Strahlungsantrieb. Und im oberen Bild sehen Sie jetzt einiges zu diesem Strahlungsantrieb. Die unterste Kurve hier ist der Mensch, und das fällt auf, also da tut sich erst sehr lange Zeit nichts, und dann kommt dieser systematische Anstieg hier. Oben sehen Sie solare Aktivität, die ja sehr viel diskutiert wird, auch in der Öffentlichkeit, obwohl sie, wenn man dann sich die Analysen, auch die Modellrechnung näher anschaut, eine sehr geringe Rolle spielt. Und dann sehen Sie ganz oben, sehen Sie so Striche von oben nach unten, das ist der vulkanische Strahlungsantrieb. Also immer wenn ein wohlgemerkt explosiver Vulkan ausbricht, gibt unterschiedliche effusive Vulkanausbrüche, erzeugen im Wesentlichen Lavaströme, sind für das Klima nicht so interessant, aber die explosiven, die nun Gase und Partikel in die Hochatmosphäre schleudern, in die Stratosphäre, in extremen Fällen sogar bis in die Mesosphäre. Da sind wichtig schwefelhaltige Partikel, die sich in schwefelhaltige Gase zunächst mal, die sich in Sulfatpartikel umwandeln. Und die haben die Eigenschaft, dass sie verstärkt die Sonneneinstrahlung streuen, kommt also weniger Energie in die untere Atmosphäre. Es gibt eine Abkühlung. Gleichzeitig verstärkt sich die Absorption von Strahlung dort, wo die Partikel sich bilden, sodass wir dort eine Erwärmung haben. Das ist ein schöner Indikator, um einen Vulkaneinfluss zu identifizieren, Abkühlung in der unteren Atmosphäre, gleichzeitig Erwärmung in der Stratosphäre. Ja, Sie sehen hier eigentlich, dass sowohl bei den Vulkanausbrüchen gibt es keinen systematischen Trend und bei der Sonne eigentlich auch nicht, sondern eigentlich fast nur beim Menschen. Und das geht, wie Sie wissen, zurück auf die Emission von klimawirksamen Spurengasen, allen voran das Kohlendioxid. Hier sehen Sie das hier angegeben aus dem IPCC-Bericht zunächst mal die globale Kohlendioxidemission, vor allem aus der Nutzung fossilen Energieträger. Aber es kommen auch indirekt Waldrodungseffekte dazu, auch ein bisschen Zementproduktion spielt eine Rolle. Sie sehen hier die Zahlen, also bei knapp 10 Gigatonnen Kohlenstoffeinheiten entspricht 35 Gigatonnen Kohlendioxid, entspricht das, und die atmosphärische Konzentration hat, weil es ja einen Redaktionsschluss gibt bei den IPCC-Berichten, hat also seinerzeit 2011 391 ppm, parts per million, also Millionstel Volumenanteile betragen. Ich ergänze hier mal die berühmte Messreihe vom Mauna Loa auf Hawaii. Das ist die längste Messreihe, die auf direkten Beobachtungen beruht. Es gibt natürlich, wie immer beim Klima, auch hier indirekte Rekonstruktionen, die sehr viel weiter zurückreichen. Aber hier sehen Sie, dass wir im Jahr 2013 auf dem Mauna Loa einen Wert von 396,5 ppm erreicht haben. Und Sie sehen auch an dieser Kurve, dass der Anstieg immer weiter ansteigt, genau wie die Emission. Also wir haben nicht nur das Problem in Deutschland, also dass wir aus den Gründen, die schon angesprochen worden sind, zurzeit wieder mehr auf die Kohle gehen. Das verstärkt natürlich den Kohlendioxidausstoß. Aber weltweit gesehen ist das nicht anders, wenn man sich Länder wie China anschaut. Die haben also ganz gewaltig zugelegt bei der Kohlendioxidemission. Und die Konzentration geht immer weiter nach oben, und die rote Kurve unten, die den Jahr-zu-Jahr-Anstieg zeigt, und die schwarze Gerade ist eine Regression, die zeigt, dass wir da bis in die jüngste Zeit Steigerungsraten haben, also das geht immer weiter nach oben. So, jetzt habe ich schon einige
Vorgänge genannt, die ursächlich eine Rolle spielen, und Sie haben hoffentlich gesehen, es ist keinesfalls allein der Mensch. Es hat keinen Sinn, den Klimawandel nur isoliert zu betrachten aufgrund anthropogener Steuerung, Antriebes, also menschlicher Ursachen, sondern wir müssen schon die Gesamtheit der Ursachen anschauen, auch wenn wir dann, wie dieses Bild das hier zeigen soll, eine gewisse quantitative Rangfolge aufstellen können. Das sind also wieder die Strahlungsantriebe, wobei ich bei diesen Strahlungsantrieben immer mit dazu sagen muss, das ist also die primäre Betrachtung, die ohne Rückkopplungen im Klimasystem definiert ist. Und diese Rückkopplungen im Klimasystem, also Vorgänge, die nun bestimmte Faktoren verstärken oder auch abschwächen, das ordentlich zu simulieren, das ist Aufgabe der Klimamodellrechnung. Also diese Strahlungsantriebe sind so eine Art Vorstufe, und da sehen Sie oben, ohne dass ich jetzt auch hier auf die Einzelheiten eingehe, im neuen IPCC-Bericht ist ein bisschen unterschieden, beim Kohlendioxid entfällt das, beim Stickstoffoxid hier und hier unten auch, aber hier sehen Sie so verschiedene Farben, die gehen darauf zurück, dass diese Gase, die hier betrachtet werden, die emittiert werden, dass es da Umwandlungsprozesse gibt und sie in verschiedener Form das Klima beeinflussen. Gehe ich jetzt im Einzelnen nicht darauf ein, wie ja auch ich allgemein hier nicht auf die Einzelheiten näher eingehe, aber Sie sehen hier oben, Kohlendioxid spielt die Hauptrolle. Sie sehen, dass hier unten müsste das sein, die solare Aktivität, da unten ist sie, hier die solare Aktivität, spielt also fast keine Rolle. Ja, das also ein Überblick der Strahlungsantriebe, und wenn wir auf die Schnelle jetzt hier etwas festhalten wollen, also es sind viele verschiedene Prozesse, aber der Mensch dominiert, und unten sehen Sie den totalen, also den gesamten anthropogenen Strahlungsantrieb, der ist positiv, und ich habe das jetzt hier in einem Text noch zusammengestellt, damit Sie die Zahlen auch noch kurz sehen. Der gesamte Strahlungsantrieb durch die Treibhausgase anthropogen liegt bei gut 3 Watt pro Quadratmeter. Wir haben aber gleichzeitig Partikelwirkungen, zum Beispiel aus der Schwefeldioxidemission in der unteren Atmosphäre entstehen Partikel und die kühlen. Und alle zusammengenommen, das ist im Einzelnen ziemlich kompliziert, auch wegen der indirekten Effekte, die bei diesen Partikeln eine große Rolle spielen, muss man ungefähr 1 Watt pro Quadratmeter abziehen, kommt dann auf einen Gesamtstrahlungsantrieb von etwa 2 Watt pro Quadratmeter. Das sind Trendstrahlungsantriebe. Ich habe als Gutachter beim IPCC-Bericht, also bin ich mit einigen Anmerkungen nicht auf Gegenliebe gestoßen. Man sollte nämlich unterscheiden zwischen Langfriststrahlungsantrieben und fluktuativen Strahlungsantrieben. Also bei eigenen Publikationen, die Gutachter haben darauf hingewiesen, und IPCC-Autoren waren also da nicht allzu empfänglich, aber das nur als Randbemerkung. Und ein Vorgang, der zu solchen episodischen Strahlungsantrieben führt, ist beispielsweise der Vulkanismus, aber auch die Sonnenaktivität. Und da kommen wir beispielsweise beim Pinatubo-Ausbruch, der 1991 war. Dann dauert es immer eine gewisse Weile, bis die Partikel sich gebildet haben aus den emittierten Gasen, sodass der Haupteffekt im Jahr danach auftritt. Und es waren immerhin auch 3 Watt pro Quadratmeter. Also das ist schon einiges. Es sind einige Effekte im Gegensatz zum vorletzten IPCC-Bericht, zumindest in den Zusammenfassungen. Muss man also, ich habe diese 2200 Seiten noch nicht gelesen, muss ich ehrlich gestehen, vom Gesamtbericht, sondern nur hier und da, was für mich also besonders interessant war. Und wenn Sie da einsteigen wollen, werden Sie es sicherlich ähnlich machen. Aber bei den Zusammenfassungen, SPM heißt also wieder Summary for Policymakers und TS heißt Technical Summary, da fehlt einiges, beispielsweise der Wasserdampf in der Stratosphäre, auch Ozoneffekte sind da nicht näher diskutiert. Auch der Flugverkehr, der ist schon im letzten Bericht sehr stark heruntergefahren worden in seiner Wirkung, aber das ist durchaus diskutabel, ich erwähne das hier nur. So, es geht weiter mit den Kernaussagen, und jetzt komme ich also endlich zu den Modellrechnungen. Es gibt sogenannte Klimamodellvergleichsprojekte, das ist das, was hier als CMIP hier oben steht, Climate Model Intercomparison Project. Da gibt es also 1, 2, 3, 4, 5. Im vorletzten IPCC-Bericht 2007 hat man sich auf CMIP 3, also auf dieses Kollektiv von Modellrechnungen abgestützt, jetzt auf das Kollektiv, auf das neuere mit dem CMIP 5. Nebenbei gesagt, das eine waren CMIP 3, das waren 24 Modellrechnungen, zum Teil mit gleichem Modell, aber unterschiedlichen Versionen. Beim neuen sind es 39. So, und was jetzt hier interessant ist, und jetzt komme ich also endlich ein bisschen auch auf die Ursachen, Sie aber, ich muss mich ziemlich beeilen.
Da sehen Sie also jetzt, wenn Sie, müssen Sie aber sehr genau hinschauen, ich glaube, ich habe das noch markiert. Momentchen. Ja, hier oben habe ich es markiert. Also wenn Sie das jetzt vergleichen, Beobachtung ist das Schwarze und das sind die Modellversionen. Also wenn man das so nimmt, wie es auch im IPCC-Bericht zusammengestellt ist, da sieht man, dass also die Modelle davon ausgegangen sind, dass der Temperaturanstieg eigentlich hätte stärker sein sollen, also beobachtet wurde. Trotzdem wird gesagt in der Zusammenschau, wie es hier rechts steht, dass einer der Kernaussagen des IPCC-Berichtes, dass der menschliche Einfluss mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, heißt hier 95%, im Menschen seine dominante Ursache hat, also insbesondere was die Erwärmung seit der Mitte des 20. Jahrhunderts betrifft. Und dann steht drin, dass die überlagerten Fluktuationen kaum, würde ich ein bisschen modifizieren wollen, kaum über eine Ausmaßamplitude von 0,1 hinausgehen. Ja, wie geht das IPCC-Bericht jetzt mit diesem Problem um? Da wird gesagt, dass die Modelle umso besser sind, je langzeitlicher sie angesetzt werden. Das sehen Sie ganz rechts in dem Bild, 1951 bis 2012. Das Rot ist die Beobachtung und das Schwarze ist die Häufigkeitsverteilung auf statistisch wahrscheinlichkeitsdichte Funktion, aber bleiben wir ruhig bei der Häufigkeitsverteilung der Modellrechnungen. Für die Zeitspanne, das sehen Sie in der Mitte 1984 bis 1998, dass das Rote etwas rechts, das heißt, die Modelle haben die tatsächliche Erwärmung etwas unterschätzt. Und für die jüngste Zeit seit 1998 sehen Sie die rote Säule ganz links, das heißt, die Modelle gehen praktisch da oder sind praktisch alle davon ausgegangen, dass die Erwärmung hätte stärker sein sollen, als man das tatsächlich beobachtet. Gut, das, was hier unten steht, habe ich schon wieder gesagt. Also für die jüngste Zeit eine Überschätzung. Und das ist natürlich ein Punkt, wo die sogenannten Klimaskeptiker sofort eingehakt haben. Und die schütten ja gerne das Kind mit dem Bade aus, das heißt, bezweifeln dann gleich alles Mögliche. Also nicht nur, dass es überhaupt eine Erwärmung gibt, das kann man ernsthaft überhaupt nicht bezweifeln, aber eben auch, dass der Mensch die Hauptursache sein könnte. Ja, wie kann man damit umgehen? Meine Arbeitsgruppe hat auch noch in meinem Ruhestand statistische Analysen durchgeführt, mithilfe sogenannter neuronaler Netze. Ich zeige das hier gleich in der Zusammenschau. Da sehen Sie nach dem englischen Datensatz hier das Schwarze, das ist die Beobachtung. Das Rote hier ist eine Simulation mit einem neuronalen Netzmodell. Und ich habe auch noch eingezeichnet mit Pfeil nach unten, das sind die Jahre, wo deutliche Vulkanausbrüche stattgefunden haben. Da geht die Kurve nach unten. Und das Rote, und das ist jetzt wichtig für das Folgende, das sind sogenannte El Niño-Jahre. El Niño heißt ja, dass der tropische Ostpazifik sich episodisch erwärmt. Und das ist ein großräumiger Effekt, der in der globalen Mitteltemperatur durchschlägt. Und das sind hier diese roten Punkte. Gut, das heißt, und da war das IPCC gar nicht aufgeschlossen dafür, man hat mir geschrieben, sogar in den Text hineingeschrieben, bei diesen ursächlichen Analysen brauchen wir keine statistischen Methoden. Das hat mich ein bisschen verwundert. Also ich erlaube mir anzumerken, dass es das durchaus gibt und einer meiner früheren Mitarbeiter, der Andreas Walter, war letztes Jahr in Kanada und hat nun weitere Methoden sich erarbeitet, hat das hier fortgeführt, ist noch nicht veröffentlicht, deswegen zeige ich es hier nicht. Da sieht man das auch für die jüngere Zeit, die Erklärung der beobachteten Temperaturvariationen sehr gut funktioniert statistisch, wenn man eben neben dem Menschen, also Treibhausgase plus Partikel, das eine erwärmt, das andere Abkühlung, auch die Sonnenaktivität, den Vulkanismus, wichtiger als ersteres, und vor allem und nicht zuletzt auch die El Niño-Ereignisse mit einführt. Bei den Modellrechnungen ist das ein bisschen schwierig, weil da meist die sogenannten externen Antriebe ein Modellergebnis erzeugen und El Niño gehört zu den sogenannten internen Wechselwirkungen. Das erscheint also dann als Auswirkung. Oh, und man kann also studieren, ob das häufiger wird oder nicht häufiger wird, ist in der Diskussion. Statistisch ist es kein Problem, das als ursächlichen Faktor mit hineinzunehmen. Nun, nach Erscheinen des IPCC-Berichtes hat es eine Publikation gegeben von Kosaka und Xi in Nature 2013, die darauf hinweisen, dass wenn man, das ist die frühere Modellrechnung hier, das Schwarze ist zunächst mal die Beobachtung, dass die Modellrechnung die frühere ohne El Niño und wenn man jetzt El Niño, und da spielen vor allem die gehäuften La Niña-Phasen, also Kaltwasserereignisse im tropischen Ozean, auch Wärmeaufnahme, wenn man das berücksichtigt,
kann man also sehr gut die Beobachtung nachvollziehen. Also auch auf diesem Wege funktioniert das eigentlich ganz gut. So, jetzt fasse ich wirklich ganz, ganz grob zusammen. Jetzt geht es in die Zukunft. Die Zukunft ist natürlich deutlich unsicherer als die Erklärung der Vergangenheit, obwohl, wie Sie gesehen haben, es da auch schon einige Probleme gibt. So, es gibt neue Szenarien im IPCC, die sogenannten, wenn ich es deutsch sage, repräsentativen Konzentrationspfade, die davon ausgehen, dass im Jahr 2100 ein bestimmter Strahlungsantrieb erreicht wird. Wenn man ins Einzelne hineinschaut, auch in die Hintergrundinformationen, sieht man, wie die einzelnen Szenarien das im Ablauf sehen. Und die Zahlen, das sehen Sie hier ganz rechts, diese Zahlen, die hier unten stehen, 2,6 und so weiter, bis 8,5. Das ist also der Strahlungsantrieb, der im Jahr 2100 erreicht wird. Und ganz klar, je höher diese Zahl, umso stärker wird der Einfluss angenommen und so stärker steigt auch die Temperatur an. Und wir sehen das hier, ich habe das hier in der Tabelle drunter geschrieben. Also gehen wir auf den wahrscheinlichen Bereich ganz rechts. Und man muss dazu sagen, dass der Szenario 2,6, also dieser repräsentative Konzentrationspfad 2,6 äußerst unrealistisch ist. Die Konzentration, in dem Fall sind das sogenannte äquivalente Kohlendioxidkonzentrationen, also nicht nur Kohlendioxid, sondern die anderen klimawirksamen Gase mit hineingerechnet. Das, was da angenommen wird, haben wir praktisch schon. Also es ist kaum davon auszugehen, dass wir dabei stehen bleiben, auch wenn dieses Szenario im Einzelnen etwas anders definiert. Es geht nämlich erst hoch, dann wieder runter, aber auf diese Einzelheiten gehe ich hier nicht ein. Aber ich will andeuten, dass man das doch realistischerweise weglassen sollte. Und dann kommen wir zu der Aussage, dass bis zum Jahr 2100, wenn man die oberen drei Szenarien nimmt, übrigens folgen wir zurzeit dem allerobersten, dass die Temperatur zwischen 1 und etwa 5 Grad zunehmen sollte. So, beim Meeresspiegel kann man davon ausgehen, dass das in etwa, ja, ich runde das mal, ich gehe also wieder, lasse das untere Szenario wieder weg, etwa 30 bis 80 Zentimeter Meeresspiegelanstieg. Dazu muss man allerdings sagen, als Anmerkung, dass es Vorgänge gibt, die bei diesen Abschätzungen noch nicht so richtig berücksichtigt sind, weil man zum Teil auch nicht so recht weiß, was da passiert, vor allem wie schnell es passieren wird. Und das ist zum Beispiel das Abschmelzen des Grönlandeises. Hier nach Modellrechnung könnte das schon total abgeschmolzen sein in 200, 300 Jahren. Aber es gibt auch Modellrechnungen, die sagen, das ist erst in 1000 bis 2000 Jahren der Fall. Also das ist die große Unsicherheit dabei. In diesem Bild ist gezeigt, dass immer größere Bereiche des Grönlandeises in der Sommerperiode vom Abschmelzen erfasst worden sind. Also wenn ich da zurückgehe, Sie sehen es an der Farbskala, war 1992 das Rosa, dann kam 2005 das Dunkelrote dazu und 2012 fast alles, war also das ganze Grönlandeis erfasst, aber im Winter haben wir wieder Zuwachs und es kommt letztlich auf die Massenbilanz an. Sollte das alles abschmelzen, das ist einer der sogenannten Kipppunkte, Tipping Point, also Punkte, wenn das Klima sich bis zu diesem Punkt erreicht, dann gibt es ein Kippen, dann schaltet ein Schalter sozusagen um und es gibt einen Vorgang, den man nicht mehr aufhalten kann, in dem Fall das Abschmelzen des Grönlandeises. Und sollte das passieren, Frage, wie gesagt, wie lange dauert es, dann würde der Meeresspiegel nicht um 30, 40, 80 Zentimeter ansteigen, sondern um 7 Meter. Aber wie gesagt, große Frage, wie lange? Ja, das hatte ich schon angedeutet, kann ich ziemlich schnell drüber hinweggehen, nämlich die Modellprojektionen der arktischen Meereisausdehnung. Hier gibt es eine ganze Menge von Modellrechnungen, eine ganze Menge von Szenarien. Das, was Sie hier rot gekennzeichnet sehen, das ist eine bevorzugte Auswahl der vielen Modellrechnungen. Und je nach Farbe dieser Kurve sehen Sie, dass also damit gerechnet wird, beim hohen Szenario wohlgemerkt, dass bis etwa 2050, 60, da sind die Kurven nämlich alle unten, dass das Eis tatsächlich abgeschmolzen sein könnte. So, ganz zum Schluss nur noch ein paar textliche Ergänzungen dazu. Die sogenannte Klimasensitivität, das ist die Reaktion der global gemittelten bodennahen Lufttemperatur auf eine Verdoppelung der atmosphärischen CO2-Konzentration gegenüber dem vorindustriellen Niveau.
Und bei der Gleichgewichtsreaktion bleibt offen, wann das geschieht. Also man rechnet eben, bis im Modell ein Gleichgewicht sich einstellt und welche Temperaturerhöhung wird da erreicht. Im alten Bericht war es 1,5 bis 4,5, jetzt ist es 2 bis 4,5. Ich würde sagen, das ist kein Unterschied, obwohl einige darauf hinweisen, die Sensitivität wird also jetzt etwas anders eingeschätzt. Aber ich würde sagen, das ist praktisch kein Unterschied. Die arktische Meereisausdehnung, ich habe es im Grunde gesagt, also nach dem hohen Szenario, nach einigen Modellrechnungen bis zur Mitte unseres Jahrhunderts könnte es verschwunden sein, nach niedrigen Szenarien könnte es länger bleiben bzw. sich auf jetzigem oder etwas niedrigerem Niveau stabilisieren, ist aber im Moment eher unwahrscheinlich. Und dann erwähne ich noch Kollaps der atlantischen Umweltzirkulation, das ist die Geschichte mit dem Golfstrom. Also populär gesagt, kippt der Golfstrom, wird es bei uns kälter. Und da wird gesagt im IPCC-Bericht, selbst beim höchsten Szenario kann das in unserem Jahrhundert als sehr unwahrscheinlich gelten. Aber man lässt sich immer ein Hintertürchen offen. Man versteht ja nie alles hundertprozentig vollständig. Also im Weiteren, auf lange Sicht, kann man auch einen solchen drastischen Vorgang nicht ausschließen. So, damit bin ich endlich am Ende. Ich zeige Ihnen zum Schluss noch die IPCC-Homepage, falls Sie es nicht sowieso wissen. Ich weise darauf hin, dass es eine deutsche IPCC-Koordinierungsstelle gibt. Da finden Sie auch einige Informationen. Auf die Buchpublikation dieses Berichtes, Arbeitsgruppe 1, habe ich hingewiesen, ist also meines Wissens derzeit im Druck, müsste bald erscheinen. Hier sehen Sie auch noch meine Homepage und vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Schönwiese. Ich mache jetzt mal eine ganz freche Bemerkung. Als ich glaube, es war September des vergangenen Jahres, nach Berlin eingeladen wurde von der Deutschen Koordinierungsstelle, um die aktuellen Inhalte des 5. Assessment Reports Arbeitsgruppe 1 vorzustellen, war kein Beitrag so inhaltsreich und klar wie das, was Sie jetzt vorgetragen haben. Oh, danke schön. Das möchte ich an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Sie haben jetzt erheblich viel mehr Inhalte bekommen als das, was dort eigentlich von unmittelbaren IPCC-Autoren und Verantwortlichen an die dort versammelte überwiegende Fachöffentlichkeit gegeben wurde. Ja, herzlichen Dank. Und ich bin damals sehr frustriert wieder nach Freiberg zurückgereist. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Ich bin aber auch zur Abschlussdiskussion noch da, weil wir ja mit der Zeit schon relativ weit sind. Wenn das nicht nötig ist, dann ist doch das eine Stimme von Tiersch. Ja, es ist sogar so, dass etwa zwischen 1945 und 1975, 80 die Globaltemperatur etwas abgesunken ist. Und der Punkt ist der, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Ausstoß von Schwefeldioxid sehr stark angestiegen ist. Dadurch hatten wir Sulfatpartikelbildung in der unteren Atmosphäre und das hat eine massive Abkühlung bewirkt. Und als dann in den 70er Jahren die Luftreinhaltungsmaßnahmen sich langsam durchgesetzt haben, vor allem Europa, USA, in Südostasien weniger, da ist der Treibhausgaseinfluss wieder stärker geworden. Also da hat vorübergehend, das ist in Modellrechnungen gut belegt, auch in unseren statistischen Analysen, da hat also dieser Sulfatpartikel-Einfluss zeitweise überwogen. Ganz herzlichen Dank auch für diese gute Frage. Ich darf ganz kurz verweisen auf Seite 43 der Abstraktheftchen. Da haben Sie die CO2-Kurve, die auch eine kombinierte Kurve ist, aus mehreren Datensätzen. Und im März 2014 hatten wir 499,5 ppmv, inzwischen sind wir im Mai. Wir werden also diese 401 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erreichen, was wir letztes Jahr ein bisschen später erst erreicht haben, also was nichts weiter zeigt als die bereits von Professor Schönwiese dargelegten CO2-Anstiegsverhältnisse.